Hallo Sportsfreunde, ich bin Nightflyer und ich heiße euch recht herzlich willkommen hier auf unserem Kanal 4 Buttons zur ersten Folge unserer neuen Reihe oder Format, wenn man es so nennen mag. Let's Play All the Games und wir spielen heute eine Runde Project Cars. Bevor es jetzt aber losgeht, möchte ich kurz das Intro nutzen, um zu erläutern, was es denn mit dieser neuen Reihe genau auf sich hat. Wir sind leidenschaftliche Gamer und wir spielen neben den Spielen, die wir aktuell Let's Playen, gerne auch mal ein Spiel, das wir eben gerade nicht Let's Playen oder gar nicht erst Let's Playen wollen. Ab und zu braucht man einfach mal ein bisschen Abwechslung und ich spreche jetzt mal von mir. Ich spiele tatsächlich so gut wie gar nichts neben den Let's Plays und das möchte ich persönlich für mich ändern. Bei Rain ist es so, dass sie aktuell ja kein Let's Play laufen hat, aus Zeitmangel und so weiter und so fort. Und sie würde eben auch gern mal eben die eine oder andere Folge aufnehmen, aber die Zeit reicht eben nicht für ein Let's Play. Daher ja eben diese Reihe, die kein reguläres Let's Play sein soll, aber auch kein angezockt. Also wir werden in der Regel Spiele nicht vorstellen oder erklären, sondern einfach nur spielen. Außer es ist natürlich eben ein Spiel, das wir selbst noch nicht kennen und wo wir gerade einfach Bock drauf haben. Es wird in dieser Reihe keine Kontinuität geben. Es kann sein, dass jede Folge ein anderes Spiel beinhaltet. Es kann aber auch sein, dass wir mal ein Spiel spielen über mehrere Folgen hinweg. Es wird passieren, dass wir harte Cuts machen, dass eine Folge vielleicht mal nachkommentiert ist oder gar keinen Kommentar beinhaltet. Ich denke, fürs Erste habe ich genug gequatscht. Wir legen jetzt einfach mal los. Viel Spaß. Ja, und ich habe mir für die erste Folge eben Project Cars ausgesucht, einfach aus dem Grunde, weil ich es mir gerade gekauft habe, denn es ist im PlayStation Store gerade im Angebot für 20 Tacken. Das ist die Game of the Year Edition. Ich habe lange darauf gewartet, dass die im Store mal im Angebot ist. Ich wollte es mir nicht auf Disc holen, weil es ein Spiel ist, worauf ich immer Zugriff haben möchte. Und ja, jetzt habe ich einfach zugegriffen und wir legen einfach mal los. Ich habe schon ein paar Runden gedreht im Einzelspielermodus. Irgendwo kann man das auch sehen, ne? Warte mal. Da sieht man mein Profil. Ich bin 5,2 Meilen gefahren. Habe noch keinen einzigen Sieg eingefahren. wohl 14 Minuten gespielt oder so was in der Art. 0,14 Stunden, das sind nicht 14 Minuten. Okay. Und ich würde sagen, ich würde gerne mal hier mit der Karriere loslegen. Vorname, Nachname? Und da habe ich mir jetzt noch gar keine Gedanken drüber gemacht hier. Das machen wir ganz einfach. Ne? So. Und so. Spitzname. Wofür steht das WMD? Weiß ich nicht. Ist egal. Spitzname. Ey, komm, machen wir ja mal ein bisschen niedlich. Nighty. Ne? Nationalität. Bin ich Deutsch, ja? Startnummer. Nehmen wir Nummer 9. Und weiter. Wähle jetzt einen von vielen Startpunkten für deine Karriere. Du kannst mit jedem der verfügbaren Motorsport-Events beginnen. Und wenn du diesen Motorsport erfolgreich... Ich war noch nicht fertig mit Lesen, Kollege. Ja, wir fangen ganz von vorne an, oder? Warte mal, Stufe 8? Heißt, Stufe 1 ist besser, oder was, ne? Stufe 8 ist das Schlechteste, oder? Ich habe keine Ahnung. Ah, hier, da steht's auch. Kart. Superkart. Da können wir mit Touring Cars anfangen und so. Nö, wir fangen mal mit Kart an. Okay. Kart One Vertragsangebot. Guten Tag, Nightflyer. Guten Tag, Nightflyer. Schön, Sie endlich kennenzulernen. Wir würden Ihnen gerne das Angebot unterbreiten, nächstes Jahr für Talk Riders im Wettbewerb Kart One zu fahren. Sie sind uns durch Ihre vorherige Erfahrung als jemand aufgefallen, von dem wir glauben, dass wir Ihnen in unserem Team voll und ganz unterstützen können und dass er das Beste aus unserem 125 Kubik Shifter Kart herausholen kann. Sollte dies Ihr Interesse geweckt haben, würden wir uns sehr darauf freuen, alles in die Wege zu leiten, um einen Vertrag aufzusetzen. Vielen Dank für Ihre Zeit, wir hoffen bald von Ihnen zu hören. Joey Nigri, Teambesitzer. Okay. Die haben also schon von mir gehört? Achso, wenn ich... Ah, so, ich muss nur die X-Taste drücken, dann geht es gleich weiter. So, Startseite, Kalender, Wagen-Setup. Posteingang, okay.
Kategorie alles. Blöde Farben, muss ich mal sagen. Hallo Knight, ich heiße Pete Borish. Ich bin dein Renningenieur. Ich bin kein großer Redner, also machen wir es kurz. Der Wagen steht bereit und ich werde sicherstellen, dass es so bleibt. Mach da draußen einfach deinen Job und wir gehen mit dem Meisterschaftspokal nach Hause. Sag mir Bescheid, wenn du etwas brauchen solltest, außer ein Gespräch. Dafür ist dein Manager Joey Negri zuständig. Pete Borish. So, dann haben wir noch eine E-Mail von... Ach, auch von ihm, ne? Warte mal, von p@t.com. Talkriders findet es fantastisch, dich an Bord zu haben. Wir freuen uns auf die bevorstehende Saison mit dir im Fahrersitz. Pete Borish, dein neuer Renningenieur, erwartet mit Spannung, dass du unseren 125 Kubikzentimeter Shifter Kart fährst, weil er glaubt, dass du genau der Richtige bist, um das meiste aus ihm herauszuholen. Okay, lass uns diese Saison gewinnen. Joey Negri. Aber warum ist denn das bitte von der gleichen E-Mail-Adresse? Was ist, wenn das von zwei verschiedenen Leuten ist? Hä? Okay, Ergebnis, Fahrerwertung, Überblick. Und wie können wir jetzt loslegen? Motorsport-Video ansehen? Nee, ich will fahren. Ach, da guck mal, hier rechts ist Twitter. Ach, geil. Okay, Racer Pops 66. Juhu, ich habe gerade im Fernsehen gesehen, wie Ed WMD90 über seine Chancen gesprochen hat, diese Saison zu gewinnen. Ja, ich habe gar nichts gesagt. Echt nicht jetzt. Shijay, ich kann es gar nicht erwarten. Nighty wird todsicher Champion. Flyer ist super. Das ist ja geil. Ich bin versucht, auf Nighty zu wetten, aber ich glaube, ich warte den Ausgang des ersten Rennens ab. Ah, das kann ja echt spannend werden. Jetzt bin ich aber heiß hier. Jetzt bin ich heiß. Ja? Ruf Nachrichten. Ja? Warte mal. Achso, ich kann jetzt hier... Achso, das sind... hier werden alle Events quasi angezeigt, auch von anderen Rennserien. Aber das hier ist unsere Rennserie, hier am 14. In welchem Monat sind wir denn? Im Januar, alles klar. Oben rechts steht's. Ja, dann hau mal rein hier. Heute, warte mal. Hier kannst du alle Sitzungen sehen, die an diesem Tag stattfinden. Ja, komm, ist egal. Teilnehmen bis zur nächsten Sitzung simulieren. Das können, wir müssen teilnehmen. Ah, Sprint. Ach, ich könnte direkt ins Hauptrennen einsteigen auch. Nee, überspringen nicht möglich, steht da. Okay, wir müssen erst das Sprintrennen machen. Okay, dann mal los. Ich spiele übrigens auf mittleren Schwierigkeitsgrad, also auf Amateur. Ich habe nichts an den Einstellungen verändert. Fahrhilfen sind so weit aus, also hier so diese automatische Lenken und Bremsen und so eine Scheiße. Das ist alles aus. Uns wird aber eben eine Ideallinie angezeigt. Ich glaube, ABS ist aktiv. Und Traktionskontrolle. Das, ich werde dich wahrscheinlich über kurz oder lang möglicherweise noch abschalten später. Schauen wir mal. So, wir starten auf Platz 6, wenn ich das richtig sehe. Ich mache jetzt hier gar nichts. Ich mache jetzt einfach fahren. Ich muss es erstmal kennenlernen. Also, das wird jetzt bestimmt scheußlich mit dem Kart. Oh Gott, oh Gott. Geh mir aus dem Weg! Oh, das Ding ist jetzt ein bisschen schneller losgefahren, als ich das vermutet hatte. Ach du Scheiße. Ja, das kann ja heiter werden. Ja, ich leg's jetzt hier nicht drauf an, hier zu gewinnen. Ach du Scheiße, das werde ich wahrscheinlich sowieso nicht. Ah, herrlich. Ey, du musst mir auch nicht im Weg fahren. Dann klappt das auch. Geh weg da. Ja, ist jetzt vielleicht nicht der beste Fahrstil. Oh Mann, ich kenne die Strecke nicht. Ja, das gehört natürlich auch dazu. Man muss erstmal Strecke kennenlernen und so weiter. Also Bestzeiten werde ich hier auf gar keinen Fall fahren. Das kann ich jetzt schon mal versprechen. Und ich glaube, wir liegen auch schon ziemlich weit zurück. Ich kann da unten gar nicht... Ich muss mich erstmal konzentrieren hier. Bis ich das verinnerlicht habe, alles hier, dann... keine Ahnung. Ich weiß nicht, auf welche Position wir gerade sind. Schon vorbei? Ah ja, Sprintrennen, ne? Sprintrennen, alles klar. Auf 5 oder sehe ich das falsch?
Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Hier, lass mal kurz die Wiederholung angucken hier. Ich will mal die Wiederholung sehen hier. Was wir da so verbrochen haben. Alter, das war ja echt grausam. Vielleicht muss ich eine andere Kameraperspektive wechseln. Tatsächlich, bei anderen Spielen, hier so Gran Turismo oder so, bin ich Kart, glaube ich, immer aus der Third-Person-Perspektive gefahren. Ach du Scheiße. Ah, das kann ich mir ja gar nicht ansehen. Ah. Ja komm, ich krieg ganz zu viel hier. Okay, ich glaube, wir sind auf 5, glaube ich, gelandet. Hier kannst du Rennergebnisse ansehen. Die Fahrer werden in der Reihenfolge ihrer Zielposition auf... Also ja, okay. Wir sind also als 5. ins Ziel gekommen. Also gar nicht so schlecht. 5 von... Hä? Ja, von 12 auf jeden Fall. Die wurden offenbar nicht gewertet hier. Ich weiß nicht, ob die damit komplett raus sind. Keine Ahnung. Wie viel starten denn dann? Werden wir gleich sehen wahrscheinlich. Ja, komm. Ich will jetzt hier fahren. Weiter zum zweiten Rennen. Okay, es scheinen also doch alle zu starten, wie es aussieht. Ach du Scheiße. Jetzt wird's fliegender Start oder was? Oh nein. Hier lass mal kurz die Kamera. Das ist aber übel. So, probier jetzt mal hier aus der Third Person. Aus dem Weg. Das Problem ist, die reißen, wenn man den hinten reinfährt. Oh. Oh, 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 oh. Wenn man den hinten reinfährt, dann reißen die eine mal so mit. Uiuiui. Ui, ui. Weiß nicht, das glaube ich auch nicht die richtige Perspektive hier. Okay, ich versuche ihn gerade mal ein bisschen zu konzentrieren. Verdammte Axt. Alter, ist das hier. Na, so eine Scheiße aber auch. Na, so eine Scheiße aber auch. Ach, das wird ja peinlich. Die werden alle über Twitter über uns meckern. Ist das peinlich. Ja, vielleicht fahre ich auch ein bisschen zu aggressiv. Und ein bisschen zu viel auf dem grünen Streifen rum. Oh, oh, oh nein, nein, nein. Ah, oh, nicht schon wieder. Wieso runden Fahrer denn? Lass mal, andere Kameraperspektive hier. Oh. Okay, war eh gerade zu Ende. Ach du Schanden, ach du Schanden auf 7. Ach du Scheiße. Ja, weißt du was? Starte ich nochmal neu. Sitzt und wirklich neu starten. Alle ungespeicherten Fortschritte hier. Ja, machen wir nochmal. Das müssen wir besser hinkriegen. Geht gar nicht. Also wir fahren nur das Rennen jetzt, nicht den Sprint. Nur das Rennen fahren wir nochmal. Aus einer anderen Kameraperspektive. Oh. Oh, 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 oh. Probieren wir es mal mit dieser hier. Ach, Scheiße. Ich spiele übrigens hier mit Gamepad, ne? Nicht mit dem Lenkrad. Ich spiele immer mit Gamepad. Also früher habe ich mit Lenkrad gespielt, aber ich habe da leider ein paar technische Hindernisse, die das nicht erlauben für mich. Also das ist aber echt, das ist aber echt, okay, hier muss ich nochmal andere Kameraperspektive hier, wie war das? So. Vielleicht doch nochmal diese Helmkamera, also hier ist man, hat man auf jeden Fall eine gute Übersicht, finde ich. Also die Position ist, finde ich, gut. Vom Kopf her. Aber man muss natürlich auch erstmal ein Gefühl dafür kriegen, ganz klar. Ich mache mal total easy hier, gerade mal.
Ich bin ja schon froh, dass ich diese blöden Pfeile da habe. Ach, oben rechts, oben links ist eine Streckenkarte. Die ist aber blöd platziert. Da müsste ich mal gucken, ob man das HUD irgendwie ändern kann. Jetzt hätte ich lieber oben rechts. Oder unten rechts, noch besser. Oh Mann, also ganz ehrlich. Bis man das mal gemeistert hat. Ich glaube, das wird nichts, das wird nichts. Also tatsächlich, oh, das ist vielleicht nicht schlecht. Sieht auf jeden Fall geil aus, finde ich. Aber immer kurz mal auf die Uhr gucken. Ich würde sagen, das probieren wir gleich nochmal. Ja, fahren. Ich will das gewinnen. Auch wenn es momentan absolut nicht danach aussieht, als würde sich das ereignen. Also das sieht schon krass aus, muss ich sagen. Geil. Hat der uns gerade überholt? Eine Arschkrampe? Oh, oh, oh. Weg da! Ja, siehst du, er reißt uns dann mit. Das ist scheiße, wenn wir den hinten reinfahren. Dann bleiben wir kleben. Ach man, hat gut angefangen eigentlich. Jetzt lasse ich nach wieder. Ey! Oh, stark geschnitten, Rundenzeit ungültig. Ach, was interessiert mich die Rundenzeit? Ich will gewinnen. Scheiße. Nee, komm, mit der Kameraperspektive. Am besten ging es mit der Third Person. Pass auf, ich mache jetzt gleich nochmal direkt nochmal neu hier. Zack. Neu. So. Fahren. Aber ich habe so meine Zweifel, dass ich das hinkriege. Das ist, ja. Vielleicht später mal. Aber nicht jetzt. Aber ich glaube, das ist auch vom Spiel gar nicht so gewollt. Ja. Der hat uns aber richtig mitgerissen gerade. Ich konnte nichts machen. Also das war eben schon... das war nicht so doll. Das hat mir gar nicht gefallen jetzt. Ne, komm, das starte ich direkt nochmal neu. Also, das gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Kart gefällt mir nicht. Aber jetzt aber, pass auf. Au! Da war ich selber schuld. Der Grünstreifen ist tödlich. Jo. Der sieht doch jetzt gerade der Anfang schon mal ein bisschen besser aus, finde ich. Ey, jetzt juckt mir die Nase. So eine Scheiße. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Immer so bei Rennspielen muss mir die verfickte Nase jucken. Ja, weg da, weg da, weg da. Nein, nicht drehen! Oh nein! Mann! Verdammte Axt! Da, das lief gerade so gut, wir hätten gerade in Führung gehen können. Na gut, ich meine, mit dem dritten Platz würde ich mir nicht schon zufrieden geben. Ja, die Rundenzeit ist mir scheißegal. Weg, weg, weg! Oh, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben es geschafft. Als Erster.
Jawohl! So geht das. Weiter. 15 Punkte. Aber die schnellste Rundenzeit, die haben wir, glaube ich, nicht gefahren. Da schnellste Zeiten hat Kenneth Mark Madison. Und... Warte mal, wieso haben die... Achso, im ersten Rennen hat der die geholt und im zweiten Rennen hat Tim Stilson die schnellste Runde gefahren. Naja. Ja, lief doch gut. Geil. Und das bedeutet jetzt... Ach, das, kommt jetzt noch ein Rennen oder was? Nee. Ach, das ist jetzt unser Gesamtergebnis. Das ist jetzt unser Gesamt... Also ich kenne... Also mit dieser Rechnung kenne ich mich gar nicht aus, ehrlich gesagt. Waren wir jetzt auf 4 oder vor 5? Keine Ahnung. Werden wir wahrscheinlich gleich nochmal sehen, was jetzt hier Tango ist. So, was sagt man hier? Flyer siegt in Glenson East. Ein Sieg in Glenson East hat Night Flyer den 4. Platz in der Wertung von Kart 1 UK Nationals gebracht. Da der Fahrer von Team Talk Riders das Rennen vor seinem Rivalen Tim Stilson und Thilo Schumann beendete. Von einigen frischen Punkten gekrönt, hat die Leistung von Flyer Talk Riders nach der ersten Runde einen soliden Platz in der Meisterschaft gebracht. Klingt doch gut. So, was sagen die Twitters? Bumm, hier kommt Flyer. Ich liebe es, Profis so im Freudenrausch zu sehen. Friss meinen Staub. So, Popeye Biker sagt, ein fantastischer Sieg von Night Flyer, so geht das. Zulu Girl oder so was eine Art. Naja, wenn ich mir das Foto angucke, nach Girl sieht das jetzt nicht mehr aus, aber okay. Hey, Nighty, unsere Fanseite ist nach deinem Sieg buchstäblich explodiert. Weiter so. Flyer ist super und so weiter und so fort. Sehr geil. Jetzt gucken wir nochmal nach Ergebnis. So, was haben wir da jetzt hier planen? Also, wir stehen in der Gesamtwertung auf Platz 4. Jetzt von dieser Meisterschaft, wenn ich das richtig sehe. Achso, das sind 3 Runden offenbar. Und die erste Runde, okay, alles klar. Na gut. Okay. Damit hätten wir die erste Folge von Let's Play All the Games beendet. Ich weiß nicht, ob es nochmal eine weitere Folge von Project Cars geben wird. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber mit Sicherheit wird diese Folge dann nicht direkt an dieser Stelle wieder ansetzen, sondern einfach irgendwo mittendrin. Vielleicht, wenn ich schon ein bisschen weiter bin und so. Ja. Wie gesagt, wir spielen... Wann wir wollen, wie wir wollen, wo wir wollen, warum und hast du nicht gesehen und ja, Quatsch und dummes Zeug. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet oder auch in unsere laufenden Let's Plays mal reinschauen würdet. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.